Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Let's Play Hogwarts Legacy. Beim letzten Mal haben wir zusammen mit Sebastian seine Schwester Anne besucht. Ihr geht's leider nicht wirklich gut. Sie wurde verflucht von einem Kobold. Und als wir uns die Stelle anschauen wollten, wo das geschehen ist, sind wir ebenfalls auf Kobolde gestoßen. Anscheinend wollen diese irgendetwas verbergen in einem Haus, das einmal einer Hüterin gehört hat. Wir werden heute mal schauen, was wir in dem Anwesen finden werden und ob wir vielleicht Antworten für Sebastian oder auch für uns finden. Sieh dir das an. So. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ja, so sieht's aus. Wir finden es nur auf eine Weise raus. Also, auf geht's. Erkunde den Keller. Okay. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Tagebucheintrag 1 von 7. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leid zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Okay. Ich sollte ihn aufbewahren. Nein, hier ist noch einer. Ich bin hierher gekommen, um zu lehren, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnert, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchung fortführen, sicherlich. Aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Hoppala. Okay, hier geht's weiter. Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Nein, kein Tagtraum. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Ja, nicht nur einmal. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Lumos! Revelio. Lumos. Okay, hier ist nichts. Dann wollen wir mal schauen. Betritt die Krypta. Krypta. Wir sind zurück in Hogwarts. Doch, was hat das mit den Nachforschungen zu tun? Von Isadora. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da!
Das ist neu. Das ist eine Karte. Oder zumindest ein Teil davon. Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Stimmt. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht? Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ja, und ich weiß immer noch nicht, wie viel wir ihm trauen können. Bis bald. Okay, was haben wir denn hier Neues? Achso, die Karte und die Notizen. Hier ist nichts Neues. Nur bei den Talenten. Da wir eine Stufe aufgestiegen sind. Depulso. Descendo. Glacio. Wollten wir verbessern. So. Und dann können wir auch wieder schauen, was denn unser nächster Auftrag sein kann. Mit Serona sprechen. Die Konkurrenz wegfegen. Na, wir sprechen mal mit Deke. Und führen die Story dadurch ein bisschen weiter, weil es interessiert mich schon, was denn hier jetzt alles so vorgeht. So, geheime Räume. Ah, okay, da müssen wir gar nicht hin. Hier ist Deek. Dann wollen wir mal. Astronomieturm. Was wäre denn immer Zauberkunst? Ich weiß gerade nicht, welches von den beiden näher dran war. Aber das werden wir gleich herausfinden, wie weit wir denn jetzt noch zu Deek müssen. Ich wirst du nicht mit einem erwischen. Warum nicht? Ist doch schön, alte Tagebücher zu lesen und zu sehen, was man früher so gemacht hat. Na komm, einmal hier hoch. Wahrscheinlich wäre dann doch die andere besser gewesen. Ich denke, sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Okay. Madame Kogawa hat die nächste Aufgabe für uns. Ja, wir sind jetzt ja gleich bei Deek. Da ist sie dann auch. Übe in der Nähe der Zinnen das Fliegen. Übe in der Nähe des Cambridge-Turms das Fliegen. Müssen wir dafür wieder... Ja, okay. Das können wir dann auch mal als nächstes machen, aber nachdem wir mit Deek gesprochen haben, werden wir dann mal wieder ein wenig fliegen. Den Raum der Wünsche betreten. So, Deek, was möchtest du denn nun von uns? Deek? Da ist er. Ah, oh. Deek ist so froh, Sie zu sehen. Deek ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Deek hat sowas schon mal gesehen.
Diek nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ah. Okay. Ah, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Okay. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Diek auch. Sehen Sie? Der Raum wusste genau, was sie brauchen. Und zum Glück kann ihnen Diek zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Den Schnappsack. Kommen Sie mit. Okay, wenn wir den Raum Unser wieder ändern. Der erste Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Diek, wenn Sie bereit sind. Ja, wir müssen nur kurz einmal unsere Ausrüstung identifizieren. So, was haben wir denn nun hier jetzt bekommen? Inventar. Handschuhe waren es nicht. Die war es auch nicht. Hier? Nein, doch. That's nice. Und Kopfbedeckung. Ein Zaubererhut. Oh ja. Oh ja, I like it. Okay, Diek. Dann wollen wir mal. Ich möchte mehr über den Schnappsack. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Diek liebt Ausflüge. Und wo landen wir mit Diek? Und dem Schnappsack. Das war eine dunkle Zeit in Diecks Leben. Diek diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Diek hasste es. Da ist er nicht. Okay. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Diek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Okay. Wir sind da. Ja. Diek liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Neuen Gegenstand freigeschaltet. Ah, hier können wir ihn jetzt ausrüsten. Okay. Na komm. Kein Tierwesen im Visier. Ich will euch doch gar nichts tun. Na komm. Rette einen Knuddelmuff. Wir haben einen Knuddelmuff gerettet. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Diek weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Diek ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Diek empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Diek weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Diek hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Das Diek ist nicht wird gut. Sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Okay, wir sind bereit. Dann einmal ab auf unseren Besen. Auf die andere Seite. Das war nur nochmal ein kleiner Hinweis, wie wir dann fliegen sollen, die wir einwenden können. So, aber.
Aber jetzt ist er gleich da. Da ist der Baum. Da ist Teak. Und hier sind wir. Hi, Deke. Hallo, Deke. Machen wir weiter? Ja, gut. Deke hatte schon Sorge, dass sie ein Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobba-Knolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Livioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Hm. Dann rette ich mal einen Jobba-Knoll. Viel Dann Glück. Wollen wir mal. Deke wird hier warten. Vielleicht schaffen wir es auch direkt beim ersten Mal. Ah, Livioso hatten wir ja noch drin. Lebensräume kann an verschiedenen Orten gefunden werden. Wo immer es einen solchen Lebensraum gibt, kann sicher ein magisches Tierwesen in der Nähe. Livioso! Oh. Oh, jetzt stell dich doch nicht so an. Na. Hier geblieben. Ah, so soll ich halten. Dann kommst du her. Na komm, dich haben wir jetzt aber. Jawohl. Ruhig. Ich tu dir nichts. Ein Jobba-Knoll gerettet. Und wieder mit Deke reden. Hat er noch was? Ich habe einen Jobba-Knoll gerettet. Deke hofft, dass ihr Jobba-Knoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Deke weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Deke trifft sie dort. Okay. Damit ist Deke wieder weg. Und wir werden einmal den Pfad entlang gehen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie viele Tierwesen passen in unseren Schnappsack rein. Und ich mag das Wort Schnappsack sehr. So, mal schauen, wie es mit den Mondkälbern aussieht. Ah, hier ist ein Florpulver. Hallo, Deke. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deke wartet auf ihre Rückkehr. Okay. Du kannst die Zeit beschleunigen, indem du die Karte öffnest und R3 drückst. Dann öffnen wir mal die Karte. Und drücken R3. Jetzt sollte es Nacht sein. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier einen Mondkalb finden. Ach, wie süß seht ihr denn aus? Komm her. Komm schon. Livioso. Ach hier. Und es hat geklappt. Ich pass auf dich auf. Oh, die riesigen Augen. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt einen Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Deke schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deke wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Er geht natürlich einfach ohne uns hin. Das war ja so klar. Hätte uns doch auch mitnehmen können. Na gut. Dann einmal nach Hogwarts. Und hier sind die Räume. Den Raum der Wünsche. Einmal dorthin reisen, bitte.
im Eiltempo. Und da sind wir. Hallo, Deke. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hier ist nicht genug Platz für sie. Es ist der Runde Wünsche. Man stellt sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten sie gedacht? Hallo? Ups. Upsala. Sie haben es geschafft. Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Gut. Keine Ahnung, was es ist. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Natürlich sind wir bereit. Rein da. Was auch immer es ist. Oh. Wow. Sehen Sie nur. Erinnert mich an die Tasche von... Wo sind wir, Deke? Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Es ist eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten sie sie freilassen, hatte... ihnen ihr neues Heim zeigen. Scamander ja auch sowas. So. Auf geht's. Bitteschön. Die glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Deke auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Okay. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Deke ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Okay. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt können wir die Tiere ja einmal wieder pflegen. Nehmen wir die so füttern. Hervorragend. Und dann auch bürsten, aber du bist nicht bereit dazu, aber du bist vielleicht bereit dazu. Hallo, Deke. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Nein. Was möchten Sie wissen? Mist. Danke. Ich sammle jetzt weiter Materialien. Wunderbar. Wie es mit den Materialien sammeln geht, aber wahrscheinlich können wir jetzt einfach hingehen. So. Und dann interagieren. Oh. Fütter und bürste dieses Tierwesen und es wird magische Materialien freisetzen. Und hier auch. Okay. So, dich wollen wir noch füttern. Und dich wollen wir noch ein bisschen bürsten. Hier schon mal ein bisschen was. Und dann füttern wir dich nochmal. Du Jobberknoll. Und jetzt rennen wir hier immer noch irgendwo rum. So. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Okay. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Mhm.
Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können sie magische Materialien nutzen und in jede Faser ihrer Kleidung Magie einweben. Ab jetzt können wir unsere Sachen verbessern. Auf verschiedenste Weise nützlicher. Das wäre interessant. Versuchen Sie es doch mal. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Dafür müssen wir wahrscheinlich erst einmal wieder in den Raum der Wünsche zurückkehren. Ja. Einmal zurück. Und dann müssen wir jetzt einmal den Webstuhl beschwören. Dafür müssen wir einmal wieder ins Menü reingehen. Das ist Änderung. Verwandlung. Beschwörung. So. Zaubertränke. Kräuterkunde. Wandbehänge, Kunstwerke, Dekoration, Möbel wahrscheinlich. Bei Möbel? Was ist mit der Wand hier? Zaubertränke? Nein, das ist die Tränkestation. Dekoration der Saison, Statuen, Tische, Sitzmöbel, Kunstwerke, Dekoration, Möbel. Kräuterkunde nutzen. Ja, da ist der Webstuhl. Okay, wo haben wir denn Platz für den Webstuhl? Da sind auch schon Gemälde. Dann stellen wir den einfach mal so ein bisschen mittig in den Raum. Zu unserem anderen. Okay. Na, was hat bitte noch beim Nutzen? Müssen wir noch was anderes? Den haben wir schon beschworen. Okay. So, dann. Wird automatisch. Ob mit der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können benutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern. Okay. Klingt interessant. Dann wollen wir es mal ausprobieren. Bei dem legendären Astralumhang. Ja, wir nehmen mal den Astralumhang. Und verbessern ihn einmal. Und dann müssen wir jetzt eine Eigenschaft hinzufügen. Hier können wir zum Beispiel unsere coolen Brille machen. Dann nehmen wir mal die Quidditch-Handschuhe und fügen diese. Oh Gott, die Liste wird ja ewig lang. Uiuiuiui. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja echt. Wow. Okay, wir haben sehr viel, was wir hier noch freischalten können an Eigenschaften. Zwei hatten wir jetzt, glaube ich, oder waren es drei? Zwei oder drei hatten wir freigeschaltet. Zwei. Verbrennen oder entwaffnen? Ich glaube, Incendio benutzen wir nicht so oft. Ah, ist zu mächtig. Okay. Dann nehmen wir verbrennen. So. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja. Das sollte ich Deek zeigen. Dann jetzt einmal Deek unser Ergebnis zeigen. Wie wir den Webstuhl benutzt haben. Deek. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Okay. Aber jetzt rät Deek ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Danke. Danke für deine Hilfe, Deek. Okay. Damit haben wir auch den Schnappsack und den Webstuhl nun. Und können diese einsetzen, um Tierwesen zu retten und unsere Ausrüstung dadurch dann am Ende zu verbessern. Und wir haben neue Aufträge. Unterrichtsstunde in Astronomie. Das werden wir dann beim nächsten Mal uns anschauen und gucken, ob wir erst Astronomie belegen oder ob wir erst Madame Kogawa ihre Aufgaben erfüllen, was wir mit dem Besen
Besentraining bzw. der Besenforschung noch verbinden könnten. Und ich hoffe, die heutige Episode hat euch auch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da, was euch gefallen hat. Und ich verabschiede mich für heute und sage ciao, bis zum nächsten Mal.